Ja, da wollen wir doch mal auf indiemedia.org schauen, wo das Bekennerschreiben zu finden ist. Ja, blättern und gucken. Nichts zu finden. Da ist was von Bremen. Schauen wir uns das mal an. Ja, ein Bekennerschreiben scheint das nicht zu sein. Der Schreiberling findet zwar das alles ganz toll, dass Magnitz kräftig verprügelt worden ist. Hier schreibt er ja, insofern ist die Tat ein doppeltes Signal. Sie führt allen AfDlern, die eine Karriere innerhalb der Partei anstreben, vor Augen, dass ein Schlag mit dem Holzknüppel riskiert, wer sich zu weit aus dem Fenster lehnt. Und sie erinnert die militante Antifa daran, dass Antifaschismus im Jahr 2019 bedeutet, den Schrittmacher des Rechtsrucks ins Auge zu sehen und so weiter und so fort. Aber das ist einfach kein Bekennerschreiben. War das nur falscher Alarm? Mitnichten. Denn das Netz vergisst nichts, auch wenn es Indymedia wieder gelöscht hat. So eine Archivseite ist schon eine klasse Sache. Und da haben wir schon das gute Stück. Auf der Seite Archiv Today ist der Artikel von indiemedia.org vom 9. Januar 2018, 18 Uhr, gesichert worden. So, was lesen wir da Schönes? Wer Hass sät, wird Gewalt ernten. Von antifaschistischer Frühling Bremen. Der antifaschistische Frühling Bremen gibt bekannt, dass wir den AfD-Politiker F. Magnitz am Montag gegen 18 Uhr Ortszeit von seinem faschistischen Gedankengut befreien wollten. Magnitz, der gute Kontakte in die rechtsextreme und faschistische Szene hält und des Öfteren mit rassistischen Äußerungen in Erscheinung tritt, darf in Bremen und anderswo keinen Fuß mehr fassen und gehört wie jeder andere Nazi mundtot gemacht. Schon mal eindeutig. Wir dulden keinen Nazi-Abschaum in unserer Gegend. Der antifaschistische Frühling wird kommen. Macht euch bereit. Antifaschistischer Frühling Bremen. Damit endet die Nachricht und das reicht ja auch schon. Ob das jetzt echt ist, ob das ein echtes Bekennerschreiben ist oder nicht, kann man zum derzeitigen Stand noch nicht beurteilen. Aber eins ist sicher. Es wäre gerne jemand gewesen, nämlich der, der diese Zeilen geschrieben hat. Vielleicht nur ein linksextremer Trittbrettfahrer, der sich gern mit fremden Lorbeeren schmückt, aber das ist ja irrelevant. Was wir hier sehen, ist kein Artikel von einer Satire-Seite. Es ist auch kein Ablenkungsmanöver vom politischen Gegner. Es ist kein Fake. Das ist das, wozu Linksextreme nun mal bereit sind. Während sie anderen Hass, Hetze, Intoleranz und Gewalt unterstellen, teilen Sie von all dem mächtig aus. Die Toleranz dieser Linksextremen endet da, sobald man eine andere Meinung hat als Sie. Hier funktioniert das simple binäre Schwarz-Weiß-Denken der Linksfaschisten. Ist jemanden, der anders denkt, der eine andere Meinung hat, erst einmal das Emblem Nazi angeheftet, dann kann man ihm getrost eins aufs Maul geben. All cops are bastards. Natürlich. Den Kops kann man auch eins aufs Maul hauen. Kein Problem mit dem Bullenschwein. Fassen wir zusammen. Ausgrenzen, andere Meinungen nicht gelten lassen und diese auch mit Gewalt zu unterdrücken. Die Antifaschisten machen also genau das, was sie vorgeben zu bekämpfen. Die sogenannten Antifaschisten sind die neuen Faschisten. Und in ihrer kranken Weltsicht gibt es natürlich auch keinen Mangel an Nazis. Jeder Bürger hier im Land kann in Sekundenschnelle zum Nazi werden, sobald er die Linksextremen kritisiert, nicht mit ihrem Weltbild konform geht. Etwa 100 Millionen Tote, 100 Millionen Opfer gehen auf das Konto des Sozialismus und Kommunismus. Wie man dieser menschenverachtenden Ideologie noch hinterherrennen kann, verstehe ich nicht. Durchgeknallte Rote, die Utopien hinterherlaufen, ist das Letzte, was Deutschland jetzt braucht.